eine der wichtigsten Dinge und grundlegenden Dinge in der GDW ist zu wissen, warum der Gegner angreift, was er für einen Grund dazu hat. Warum soll jemand diagonal die Hand angreifen? Genau aus dem Grund, dass er mit der Hand schlagen kann. Er blockt meine Blockhand, um mit der Hand zu schlagen. Deswegen funktionieren Techniken, die gerade stehen bleiben, nicht, weil ich die ganze Zeit kassiere. Es gibt sogar Schulen, die machen so und erwarten oben die Hand. Wenn er das weiß, wird er nicht oben schlagen, sondern er wird unten schlagen. Damit funktioniert das auch. Techniken, die stehen, vor dem Gegner irgendwie gemacht werden, funktionieren nicht, weil er blockt. Ich kann meine Hand nicht bewegen. Sonst könnte ich ja blocken den Schlag und ich kassiere die ganze Zeit. Das heißt, wenn Sie jemanden sehen, der im Stehen Technik macht, das kann nicht funktionieren. Das Einzige, was Sie machen können, ist, dass Sie ein Irimitai machen, auf die Seite gehen, um vom Schlag wegzukommen. Alles andere macht keinen Sinn. Dasselbe gilt für Katate. Ja, block die Hand, damit er da schlagen kann. Auch da wieder kann ich nur zur Seite ausweichen. Ich kann nicht ziehen, dann geht der Schlag erst weg. Ich kann nicht schieben, weil er die Hand blockt. Ich kann nur zur Seite gehen. Das ist grundlegend. Das ist nicht einmal advanced, das ist grundlegend. Sie sollten sich daher immer fragen, warum greift ein Gegner